Hallöchen, Leute! Ich heiße euch willkommen zu einem wundervollen neuen Part von Metroid Zero Mission. Im letzten Part, da haben wir... meine Fresse. Ich glaube, wir haben so ziemlich im letzten Part das größte, nervigste Backtracking des gesamten Spiels zurückgelegt. Und in diesem Part legen wir kein nerviges Backtracking zurück. Nein, wir gehen straight Richtung... Richtung Glowy Point da unten. Na, da gehen wir hin. Das wird super. Hoffe ich, denke ich. Fällt gerade auf, dass ich die orangen Feuerkollegen gar nicht einfrieren kann. Was für Arschlöcher. So einen richtig miesen Charakter haben die. Fällt auch gerade auf. Jetzt konnte ich sie einfrieren. Das ist seltsam. Fällt auch gerade auf, dass ich eigentlich mal schauen könnte, ob hier irgendwo sonst noch irgendwas ist. Ich meine, hier muss doch noch irgendwas sein, oder? Ist das echt hier nur da, damit man den Mr. Container, der da links war, sieht? Scheinbar. Ja, dann fragen wir es nicht weiter. Da freuen uns daran, dass Metroid weitergeht, weil Metroid ist ziemlich super. Wenn ihr nach meiner bescheidenen Meinung fragt. Und wenn ihr dieses Video hier seht, dann denke ich mal, dass ihr nach meiner bescheidenen Meinung fragt. Warum solltet ihr sonst das Video schauen? Hä? Naja, auf einmal bist du am Ende mit deiner Logik, Klugscheiße. Ja, komm nicht über die Scheiße, Alter. Dankeschön. So, au. Uncooles Seepferdchen. Voll weit spucken. Das ist nicht mal ein Seepferdchen, das ist ein Lavapferdchen. Wärt ihr auch gerne ein Lavapferdchen? Ich glaube, ich wäre gerne ein Seepferdchen. Seepferdchen sind irgendwie ziemlich coole Tiere. Ja. Ich mag Seepferdchen. Ist auf jeden Fall cooler als normale Pferde, weil normale Pferde sind super lame und kacke. Achso, da oben will ich entlang. Alles klar. Oh, ich will noch weiter oben entlang. Bin ich so weit oben entlang, dass ich zu weit runtergefallen bin und mich mit der Kanone wieder hochschießen muss? War hier die Kanone? Nee, ich muss... Wie komme ich... Ach, wir machen Voyager. Ja, so kommen wir nach oben. Wie richtige Männer, die eine Frau im Kampfanzug spielen. Yeah, männlich! Das ist Samus männlich. Die ist männlicher als die meisten von euch. Okay, und das ist jetzt... Das ist ziemlich tricky, was ich hier machen muss. Shit! Was mache ich hier eigentlich gerade? Okay, das scheint nicht zu klappen. Wie komme ich denn da hoch? Wie war es denn nochmal? Ja. Yeah. Okay, ich erinnere mich wieder, wie man da hochkommt. Im Endeffekt. Nee. Nein, jetzt bin ich wieder so weit. Nein, ich bin ja viel zu weit oben. Oh, nö. Okay, wir haben gut Zeit verschwendet. Ich erinnere mich wieder, wie man da rankommt. War kein komplexer Weg. Hab mich nur dumm angestellt. Soweit also nichts Neues. Dankeschön für die netten Worte. Danke. Es ist Balsam für mein geschundenes Selbstbewusstsein, von dir auch noch zu hören, wie scheiße ich bin. Vielen Dank. Fick dich. Ich meine nicht alle von euch. Nur die Person, die ich meine, die weiß schon Bescheid. Rede mit dir. Michi. Rede mit dir. Das Gute ist, jetzt kann ich sowohl Mädchen als auch Jungen meinen. Ja. Und dann macht euch Gedanken darüber, warum eure Eltern euch einen Unisex-Namen gegeben haben. Oh, Snap! Oder eine Unisex-Abkürzung. Das sage ich nur, weil ich stinkig bin, weil... Nee, wir reden jetzt nicht über Namensabkürzungen. Nein! Nope. Da kommt man nur wohin, wo ich nicht hin will. Darüber reden wir hier nicht. Entschuldigung. Also bitte... Kann ich nicht Walljump? Dankeschön. Okay, ich hätte irgendwie oben entlang müssen. Egal, ich habe so viel MOP-Art gemacht. Das ist die gute Art, das ist die richtige Art. So, und hier, sehe ich schon. Hier muss ich voll durchspeeden. Dann werdet ihr auch nichts dran ändern, ihr komischen Feuerfledermaus-Kackviecher. Hoffe ich. Hört auf, was daran zu ändern. Ist ja schrecklich mit euch. Oh, sind noch mehr. Sterbt mal bitte. Verdammt, ihr seht schon wieder, die Gegner, die machen schon wieder viel zu viel Schaden. Richtig uncool.
Richtig Arschlöcher. Richtige Arschlöcher-Gegner. Okay, wir räumen noch ein bisschen die Bahn hier frei und dann sollte ich eigentlich bereit sein, genau, da oben durchzuhüpfen. Klingt plausibel, wenn ihr mich fragt. Deswegen machen wir das. Schon. Auf nicht schief! Yes! Au. Ist nicht schief gelaufen. Alles cool, Leute. Nö. Danke. Ich mag den Typen echt nicht und möchte ich mal anmerken, dieser Background hier, die Backgrounds im Metroid Zero Mission, reden wir mal kurz drüber. Die Backgrounds im Spiel allgemein, sie sind nicht unbedingt hübsch. Aber dieser Background hier, der ist scheiße. Der haut mich echt nicht um. Ja, wobei, in den Speicherstationen der Background, der ist cool. Aber ansonsten, tut mir leid, das ist übrigens auch so eine Sache, die, wenn ihr einmal drauf achtet, die euch dann immer wieder ins Auge fällt. Aber ich muss einfach ansprechen. Na, was soll das sein, der Hintergrund hier? Was soll das? Das ist doch dumm. In Fusion sind die nicht so schlimm. Da sind sie cool. Aber hier... ganz schrecklich. Oh, den sollte ich, glaube ich, draufhüpfen. Bam. Ich frage mich gerade, ob ich überhaupt schon weiterlaufen will oder ob es nicht vielleicht klüger wäre, wenn ich vielleicht geschaut hätte, ob da hinten irgendwo eine Speicherstation wäre. Ich würde mal sagen, vielleicht werde ich jetzt sterben. Aber wahrscheinlich nicht. Machen wir uns da nichts vor. Ich bin noch nicht einmal gestorben in dem Spiel. Ich bin nämlich super. Und hallo, Feuerfreund. Da. Lila Feuerfreunde. Nee, mit mir. Lila steht euch nicht. Okay, da kann ich speichern, oder? Nicht so ganz. Da kann ich die Map lesen. Und die Map sagt... sie hat keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh, Moment, ich... Mir fällt gerade auf, es ist gar nicht lange her, seit ich das gespeichert habe. Ups! Warum habe ich überhaupt noch eine zweite Speicherstation gesucht? Man weiß es nicht. Sondern das war wieder Fake-Lava. Ich glaube, ich will da nicht hin. Kommt jetzt... Oh Gott! Ich wollte gerade fragen, ob hier jetzt mal ein Super Mario aus der Röhre rauskommt oder so. Aber nein, es sind kleine Einhornkäfer. Die mir ruhig ein bisschen schneller leben und sowas geben könnten. Ja, halt euch! Einhornkäfer. Ah, da ist mir was. Ah! Ah! Was ist das hier? Was für ein komischer Raum. Okay, da kann ich wieder mal nicht durch. Wundervoll. Ansonsten... scheint mir das hier... gänzlich unnütz zu sein. Hervorragend. Das heißt, wir gehen einfach mal wieder weiter nach links. Au. Kackviech. Und warum hat er jetzt auch noch so einen Feuerfreund an der Seite? Ja. So viel zum Thema Kackviech. Oh mein Gott. Sie sind turbobetrieben. Wusch, 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 wusch. Ah, die sind voll schnell. Mein Eis ist so stark, dass es ihr Feuer einfriert. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Oh Gott, und hier werde ich sowas von runterfallen. Okay, so weit, so gut. Hier rettet mir wieder die Fähigkeit, mich irgendwo dran klammern zu können, ein bisschen den Arsch. So, will ich hier irgendwas? Nee, nee, warum gibt's nichts? Glaube ich. Leute! Leute! Wisst ihr, was das Ganze hier gerade bedeutet? Wir stehen kurz vor dem nächsten Boss. Naja. Es ist ein Tentakel-Boss, der uns liebkosen will. Wahrscheinlich. Könnte ich hier ohne Missiles durch? Wahrscheinlich nicht. Und er fängt sogar die Gegner hier. Oh mein Gott, so fleischfressende Pflanzen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich überlegt habe, ich habe mir vor kurzem einen Bonsai gekauft. Da habe ich auch überlegt, ob ich mir so eine Fliegenfängerpflanze holen soll. Habe mich dann dagegen entschieden, weil ich keine Ahnung habe, wie man sich um die kümmern soll. Bin schon mit dem Bonsai überfordert. Frau an der Kasse hat mir gesagt, okay, ich habe ihn schon, was war das Wort? Getränkt. Das müssen sie erst nächste Woche wieder machen. Dachte ich mir, okay, Bonsai stirbt, falsch, Angaben nicht genau genug erklärt. Ja, so war es dann auch. Nein, der Bonsai lebt noch. Aber es geht ihm nicht gut, so im Vertrauen. Zählt das nicht weiter, aber dem geht's echt nicht gut. Dem geht's wirklich nicht gut. Der MOP, der ist kein guter Bonsai-Papa. Okay, hier können wir noch nicht durch.
Dafür fehlt uns noch eine gewisse neue Ausrüstung, die wir, wenn ich richtig liege, von dem nächsten Boss bekommen. Gegen welchen wir, wenn ich ebenfalls richtig liege, demnächst kämpfen sollten. Schon wieder Fake Lava. Was ist mit der Fake Lava? Ist das so ein cleveres Versteck? Ich finde nicht. Oh, wie schön. Befreien wir die Bestie. Stirb! Dankeschön. Ah, sehr angenehm. Warum ist das in die Fresse, dann ist Ruhe. Was haben wir hier? Oh, wir brauchen dafür nicht mal den Boss zu besiegen. Ah ja, von dem Boss bekommen wir was anderes. Wir haben den Wave Beam, Leute. Der Wave Beam ist der Shit. Das ist eigentlich in allen 2D-Metroids, ist der Wave Beam meine Lieblingsausrüstung. Beziehungsweise ein vergleichbarer Beam. Plasma Beam oder was auch immer. Und mit dem Wave Beam können wir jetzt alles durchbohren, alle Wände. Schau mal, wie simpel der Kollege hier ist. Ja, wobei es noch nicht ganz meine Lieblingswaffe. Der Plasma Beam ist schon besser. Der durchbohrt nämlich noch Gegner. Aber der Wave Beam, der Wände durchbohrt, der ist schon ziemlich super. Damit kann man nämlich auch viel besser Geheimnisse suchen und finden. Weil der auch so besondere Blöcke anmarkiert, wie ihr vielleicht gesehen habt. Und der ist auch ein bisschen stärker. Was natürlich noch ein netter Bonus ist. Gut, und wie wir gelernt haben, konnten wir vorhin nicht den Turbo Boost machen, weil da voll viele Blöcke im Weg waren. Jetzt, mit dem Wave Beam dagegen, nehmen wir erstmal Speichern. Bietet sich ja gerade an, wenn wir schon mal hier sind. Wer wäre ich denn, wenn ich dieser Speicherstation Nein sagen würde? Ich habe keine Ahnung. Genau, wenn wir schon mal hier sind, dann sterbt! Kackviecher! So, dann können wir hier jetzt einfach durchrennen. Ich habe keine Ahnung, was das mit, wenn wir schon mal hier sind, zu tun hat. Oh Gott, hi! Jetzt kommt... Oh, okay, das wird jetzt ein ziemlich lamer Boss. Seht ihr, den müssen wir einfach von unten hier anballern und down. Und übrig bleibt nur eine leere Haut. Unschön. Hi! Okay, und bei dem müssen wir es anders machen. Wir müssen ihn mit Schüssen zurückdrängen. Er geht nur mit Schüssen. Und wenn wir ihn zurückgedrängt haben, dann kullern wir hin. Sagen, greif mich an. Dann legen wir ein paar Morphe-Bomben. Und dann ist er schon down. Das war ziemlich schwach. Es war super schwach. Und da gerade eben war noch eine Ausrüstung. Und hier waren wir übrigens auch schon, falls ihr euch noch erinnern könnt. E-Tank! Komm zu mir her! Entschuldigung. Missile. Okay, E-Tank! Yes, wir haben fast die erste Reihe voll, Leute. Genau, und hier waren wir schon. Fuck, ich brauche hier einen Turbo-Boost. Hier. Wenn ich weiterkommen kann. Machen wir eben. Und so kommen wir Stück für Stück voran in dem Spiel. Und kämpft gegen die lähmsten Bosse, die man sich überhaupt vorstellen kann. Yay! Das Gute ist übrigens mit diesen Missile-Blöcken, ich weiß nicht, ob es auf alle zutrifft, ich glaube auch nicht, aber dem zum Beispiel, soweit ich weiß, wenn man den einmal kaputt geschossen hat, dann bleibt er für immer weg. Ist zumindest bei einem ganz bestimmten anderen Block in dem Spiel so, welcher einem dann eine ziemlich große Abkürzung ermöglicht, wenn man den mal zerstört hat. Und der bleibt dann auch zerstört. Warum erzähle ich das, wenn ich nicht weiß, ob es wirklich immer so ist? Ich habe keine Ahnung. Lass mich in Ruhe. So, jetzt kommt gleich auch schon der nächste Boss. Der richtige Boss. Falls... Ich glaube wirklich, dass der jetzt schon kommt. Ha! Meine Fresse! Wir bekommen die Bosse so förmlich hinterhergeworfen. Das liebe ich aber auch an Metroid. Das sind relativ kurzzeitige Spiele. Da bekommst du was für deine Zeit geboten. Nämlich Action, Abenteuer, Spiel, Spaß und was Süßes. Und eine Überraschung. In dem Fall... Die Tatsache, dass der Beam... Oh Gott. Dass der Beam noch den Eisbeam-Effekt hat. Und... komm weiter runter, du Kackviech. Warum hat das eigentlich Flügel? Ja, das ist der Einzige, der Flügel hat. So, der Trick, wie man ihn besiegt, ist übrigens... Wir müssen den Käfer hier drauf und dann müssen wir... Nein! Dann müssen wir die Teile da oben kaputt schießen. Und dann natürlich aufpassen, dass der gemeine Käfer hier nicht auftaut. Indem wir einfach immer schön nach unten feuern und dann... Es ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte hier. Ich meine, das Zeug, was der da abfeuert, das ist echt nicht der Rede wert. Man kann super simpel ausweichen und auch wenn man getroffen wird, ist es einfach so... Und jetzt? So nach dem Motto... Achso, und ich glaube, er hat Flügel, weil er nicht so lange eingefroren bleibt wie die anderen. Nein! Du bleibst da! Dankeschön. Shit, du bist zu weit oben. Du kleiner Drecksack. Komm runter! No. Hätte ich nicht einfach... Okay, jetzt machen wir das so. Scheint mir gerade effektiver zu sein.
shit. Mana voll. Okay, jetzt sollten wir weggehen, denn BOOM! Er fällt runter. Was für ein Idiot. Und später werden wir eventuell nochmal gegen dieses Würmchen hier kämpfen, wenn es kein Würmchen mehr ist. Ist nur eine Theorie. Kann ich natürlich nicht bestätigen. Und später ist vielleicht auch gar nicht mehr so weit entfernt, wie ihr vielleicht denken würdet. Und nächstes Video! Woo! Game Boy Advance Videos sind die besten! Ich meine, das ist schon ziemlich beeindruckend. Oh Gott. Das, nee, es sieht einfach nicht gut aus. Wusstet ihr, dass es für den, lass mich nicht lügen, ich glaube für den Game Boy Micro war es, da gab es so eine Erweiterung, auf der man dann Filme anschauen konnte und Serien. Und ich will noch nicht allzu viel vorwegnehmen. Das heißt, ich kann eigentlich nur was vorwegnehmen, weil ich es euch nicht zeigen kann, aber... das war verpixelt, kann ich euch sagen, das war verpixelt. Aber es gab sowas mal. Das ist ja das Einzige, worum es geht. Und ihr seht schon, das Viech fällt langsam weiter runter. Was für ein Scheißviech. So, aber hier können wir scheinbar nicht mehr allzu viel machen. Traurige Geschichte, durch die Tür können wir auch nicht durch, denn die ist grün. Und grün bedeutet kein Zutritt. Ganz klassische Farbgebung. Kann ich hier eigentlich durchspeeden? Ja, hier kann ich den Speedy Gonzales machen. Aber, will ich das? Oh, hier kann ich auffarmen. Alles klar. Bin ich eigentlich ein Fan von? Komm raus, ihr Viecher. Lass mich mal kurz auffarmen. Ah! Okay. Okay, die schaden mir mehr, als sie mir bringen. Meint, wir machen noch zwei Ladungen von denen. Ich hoffe nun, dass sie mir dann weniger Missiles und mehr Leben geben. Sieht doch gut aus. Bin fast voll. Wundervoll. Dann würde ich sagen, ich weiß, was als nächstes kommt. Als nächstes kommt was ziemlich cooles, nämlich ein Bosskampf. Daher mal gegen wen? Ihr werdet nie drauf kommen, aber diesen Bosskampf würde ich sagen. Machen wir im nächsten Part. Damit ihr auch was habt, worauf ihr euch im nächsten Part freuen könnt. Ein Bosskampf. Gegen den Käfer. Alter. Es wird krass. Im nächsten Part. Ciao.